Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur, wow, wunderschöne Menschen zu sehen. Freunde, wir sind back am Start, nachdem ich jetzt zwei Wochen so quasi ein bisschen Urlaub gemacht habe, Freunde, ja. Ich habe es nicht groß angekündigt auf Instagram nur einmal. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, folgt mir also auf Instagram. Da sage ich immer Bescheid, wenn ich es mir eine Auszeit nehme oder wenn, keine Ahnung, Digga, wenn irgendwas anderes ist. Auf jeden Fall, ich habe zwei Wochen ein bisschen gechillt erstmal. Aber wir haben jetzt einige Sachen, die rauskommen werden heute Nacht und die auch rausgekommen sind schon. Heute um 0 Uhr direkt kommt Sinanji online, Freunde, da habe ich den Song schon, da werde ich gleich schon aufnehmen. Und ansonsten lohnt es sich auch wach zu bleiben, weil ich denke, wir werden noch ein, zwei Sachen heute Nacht und sonst morgen früh auf jeden Fall uns geben. Also lasst auf jeden Fall ein Abo da, Freunde, falls ihr noch nicht getan haben solltet, ja. Ansonsten haben wir jetzt von den Mavi-Jungs einen neuen Insta-Freestyle, den wir jetzt hier haben. Es ist kein richtiger Freestyle, es ist eigentlich ein ganzer Song, aber die haben auf Instagram ein paar Sachen immer hochgeladen, Freestyles und teilweise kleine Minisongs irgendwie hochgeladen. In dem einen oder anderen Musikvideo, sage ich mal so, versteckt sich auch ein gewisser Flo der Flo. Ihr wisst, das sind gute Kollegen von mir, die beiden. Wir waren letztens ganz kurz auf Instagram live in der Fragerunde, haben sich mit reingezogen, da haben wir ein bisschen gequatscht. Und sobald es Corona wieder zulässt, bin ich als allererstes wieder bei denen. Dass wir wieder ein bisschen chillen können und wieder irgendwas Kleines drehen können, vielleicht auch diesmal ein Vlog oder sowas. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall freue ich mich jetzt darauf, weil ich diesen Song noch nicht gehört habe, ja. Ich habe ja einige Songs auch so schön gehört, bevor die rausgekommen sind, den aber noch nicht. Und die haben nur gesagt, Bruder, du wirst weggefetzt in der Reaction. Mehr weiß ich nicht, ich bin sehr gespannt. Ich lasse euch auf jeden Fall den Link zum Original in der Beschreibung. Folgt den Boys auf Instagram, ja. Und ganz wichtig, auch deren YouTube-Channel, da wurde das jetzt auch hochgeladen. Und wenn ihr denen auf Instagram folgt, da die posten recht viel, ja, die sind immer up-to-date, dann wisst ihr, was los ist. Und wir haben jetzt hier quasi neuen BBM-Content, Freunde. Ich freue mich sehr. Link zum Original, wie gesagt, in der Beschreibung. Und wir hören rein, NLP von Mavi. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Ich habe, wie gesagt, noch nichts gehört. Ich weiß nur, dass es krass werden soll. Mehr weiß ich nicht, Mann. Ich bin sehr gespannt. Und ihr habt mich auch bombardiert. Die Hook soll anscheinend gut sein. Sehr gut diesmal. Ich bin gespannt, Mann. Ey, schöne Männer. Schöne Männer, was soll ich anderes sagen? Oha, Digga, so ein sehr atmosphärischer Beat. Directed by Lukas Press. Lukas Press, Digga, Ehrenmann. Ah, guter Einstieg, Mann. Guter Einstieg. Ey, auch schöner Hut. Schöner Mann, schöner Hut. Oha. Maschallah, Digga. Da will ich direkt so meinen Hut so ziehen, gefühlt. Oha. Fühle ich, fühle ich. Oh, fuck, ich weiß immer nicht, ob ich deren Namen sagen darf. Das Ding ist, ich hab die schon mal gesagt. Und alle beiden so, Name liegt, Name liegt. Aber ich glaube, das war cool für die beiden. Ich sag's jetzt lieber nicht nochmal. Ey, das war Bashir. Bashir, Ehrenmann. Betonmischer, Bruder. Wenn ihr Betonmischer googelt, Duden, Bild, kommt ein Bild von Bashir. Ich sag's, wie es ist. Salut Deutschland, mal wie du und Pamgan. Zwei Brüder wie Bloodsport, like Van Damme. Verteile Emilie, wir machen Kofferati. Jahre hinter Gittern, weil mich diese... Ey, diese Szene auch nice. Da waren sie das erste Mal so mit allen anderen BBM-Leuten hier auf dem Track zusammen. Wie hieß der noch, Mann? Fuck, Digga. Wie heißt der Track denn mit allen zusammen? Keine Ahnung, Digga. Puh. Aber da waren die ja auch, war ihr, deren Part ja auch in diesem Bus. Vertusche meine Ängste wie die Taten, die ich tat. Um Mitternacht musste ich rennen wegen Taten, die ich tat. So viel besoffen, deswegen tat ich die Taten, die ich tat. Auch vor dem Richter keine Worte über Taten, die ich tat. Oh, ey, ich mag das mit Taten, die ich tat. Kostler. Auch der Bart, Bruder, Maschallah, diese Mütze passt einfach. Die wurde angegossen. Die wurde angegossen für dich. Auf Air Max, bewaffnet, deshalb gab Air Max. Ich liebe diese Betonung, Mann. Ich liebe diese Betonung. Er hat mir gerade 8 Waschmaschinen verkauft und ich liebe es, Freunde. Ich liebe es. Nein, Real Talk, ich kann jetzt natürlich zu dem französischen Part nichts sagen, aber ich liebe den Flow von ihm und die Betonungen, Mann. Diese kratzigen, typischen französischen Betonungen liebe ich einfach. Mit dem Kopf durch die Wand bei Nacht und schon wieder auf der Jagd nach dem Lila. Meine Mifa hat es niemals gedacht, doch der Junge hat es wieder gepackt. Oh, aber wir müssen die Hook nochmal komplett hören, Digga. Mit dem Kopf durch die Wand bei Nacht und schon wieder auf der Jagd nach dem Lila. Meine Mifa hat es niemals gedacht,
Der Junge hat es wieder geschafft. Oh, wieder gepackt, okay. Assassin de la police. On est les princes de la ville. Assassin de la police. On est les princes de la ville. Boah, Bruder, was eine Hook, die Melodie. De bei Nacht. De nach dem Lila. Geile Hook. Was eine geile Hook, Mann, diese Melodie. Geile Hook. Holy shit, sehr, sehr nice. Auch die Stimme sehr, sehr angenehm, Mann. Sehr angenehm einfach. Oh, oh. Jungs. Assassin de la police. On est les princes de la ville. Ey, auch in diesem Video alle irgendwie noch schöner als sonst. Sind noch schöner als sonst. Hunger, Kummer, nur noch eine Nummer. Bruder, gerade gleichzeitig, das war eine Bart-Connection hier. Spult mal 5 Sekunden zurück. Der Typ und ich kenne ihn leider nicht, wir hatten gerade eine Bart-Connection. Weißt du noch die Briefe aus dem Bunker? Das ist Bashir, Freunde. Bashir. Ehrenmann, Digga. Bashir ist wirklich einer der herzensgütesten Menschen, die ich kennengelernt habe in meinem Leben. Ich sag's, Real Talk, wie es ist, Mann. Bashir, Ehrenmann einfach. J'écris ma lettre dans ma cellule. Et dans ma tête, j'suis dans ma... Süß. Kopf ist kaputt, schon wieder tagelang wach. Mein einziger Gedanke ist, wie komm ich raus aus der Schlacht. Kicke wieder zu viele Flaschen, so vergesse ich den Auto. Oh, du muckeln willst, warum mach ich komm allein wie ein Mann. Zieh noch eine Line von dem Koka, weil ich mein Corazon verloren hab. Und du Opfer forderst am Vortag das Geld für diesen Monat. Zähl auf wenige. Digga, er hört gar nicht mehr auf. Luft holen, Bruder, hol ein bisschen Luft. Kopf schon wieder tagelang wach. Mein einziger Gedanke ist, wie komm ich raus aus der Schlacht. Trinke wieder zu viele Flaschen, so vergesse ich den Ast. Und wenn du muckeln willst, warum mach ich komm allein wie ein Mann. Zieh noch eine Line von dem Koka, weil ich mein Corazon verloren hab. Und du Opfer forderst am Vortag das Geld für diesen Monat. Zähl auf wenige, der Freunde hab sie locker kapiert. Die deutsche Szene lebt im Filmen, hab in Frankreich kopiert. In meinem Leben. Er hört immer noch nicht auf. Ich muss kurz pausieren, was zu sagen. Ich fühle den Beat 100%. Das ist so ein richtig nicer, das ist ein perfekter Beat, Mann. Weil ihm wird hier gerade die Möglichkeit... Es ist so schwer, die Namen nicht zu sagen, Mann. Ich muss echt nachfragen, ob ich das sagen darf, Digga. Es ist so schwer, es wäre so kacke, weil... Digga, jetzt bin ich voll raus, Mann. Okay, es ist gut, dass der Beat nicht so im Vordergrund steht, sondern dass ihm hier die komplette Möglichkeit gegeben wird, den Flow zu präsentieren. Weil er gerade am Rasieren ist, Digga. Er ist am... Der hier ist er am machen, Bruder. Er ist einfach am Rasieren, er ist am Runterrattern. Und es wäre der Beat so im Vordergrund, wäre es nicht so nice. Aber so kann man sich voll auf ihn fokussen. Und das ist ein abnormal krasser Flow gerade, Digga. Holy shit. Von dem Koka, weil ich mein Corazon verloren hab. Und du Opfer forderst am Vortag das Geld für diesen Monat. Zähl auf wenige der Freunde, hab sie locker halbiert. Die deutsche Szene lebt im Filmen, hab in Frankreich kopiert. In meinem Leben wimmelt es nur so von Trauer und Problems. Kopf durch die Wand, Mario fallen. Wir sind zufrieden mit dem, was wir haben. Ich steck den Rücken meines Bruders und stell keine Fragen. Oh. Mit dem Kopf durch die Wand bei Nacht. Oh, ich hab Gänsehaut, Mann. Ich sag's, kann man sehen. Ich hab Real Talk Gänsehaut. Da war es ein abnormaler Part, wo die einfach... Wäre das auf den SpongeBob-Kanal gekommen, ja? Ich meine, es hat die Gründe, warum es da nicht gekommen ist, obviously, ja? Aber wäre das auf den SpongeBob-Kanal gekommen? Bruder. Die Leute wären gefüttert worden. Die wären satt gewesen. Die hatten gesagt, Bruder, okay, Mavi, zack, Bruder, hier. Ich nehme alles von denen. Holy shit, das ist ein starker Song. Ich fühle das Video auch in schwarz-weiß. Allgemein das Video. Schaut es an Lukas Press, Mann. Lukas Press, glaube ich, hieß der Typ. Geiles Video, simpel, aber das Beste draus gemacht. Gut geschnitten, gut gecuttet. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Es ist atmosphärisch, der Beat ist nice, Mann. Wir hatten einen abnormalen zweiten krassen Part. Abnormal durchgeflowt, durchgeflext. Der französische Part im ersten, das Ende, hat mir sehr gut gefallen, weil ich, wie gesagt, diese kratzigen Betonungen liebe, Mann. Die beide sehen schöner denn je aus. Und keine Ahnung, die Hook ist krass. Das ist für mich, könnte eine meiner Favorite Mavi-Hooks sein. Ich habe ein, zwei, glaube ich, noch gehört, die noch nicht draußen sind. Oder noch nicht fertig, ich weiß es nicht genau. Aber das ist eine meiner Favorite Mavi-Hooks, würde ich sagen. Real Talk. Und ihr wisst, die beiden machen immer kranke Hooks. Aber die ist einfach, die ist recht simpel, aber schön musikalisch und nice einfach. Meines Bruders und stell keine auch der Part am Ende, wo er sagt, ich stärke den Rücken meines Bruders und stell keine Fragen, so. Fragen. Mit dem Kopf durch die Wand bei Nacht. Und schon wieder auf der Jagd nach dem Lila. Meine Mifa hat es niemals gedacht. Doch der Junge hat es wieder gepackt. Assassin de la Police. Auch geht der Change dann ins Französische wieder. Ich liebe das, dass sie sich halt treu bleiben und immer die französischen Elemente mit reinbringen, aber halt was Eigenes draus machen. Die machen immer was Eigenes, Neues draus. Sag mir, wer klingt so? Wer klingt so, Digga? Keiner klingt so wie die. Ja. Schöne Männer, Mann. Schöne Männer, muss ich kurz aufstehen auch einfach sagen. Digga. Das hat mich richtig glücklich gemacht gerade. Geht da rauf und pusht das nochmal bitte.
Aber hier sieht man auch, das Ding hat 6000, also sie haben 6000 Abonnenten knapp, ja? Macht man die 6000 auch voll, macht man die 6000 Abonnenten voll, Digga. Es fehlen nur noch 90 Leute, 90 Leute, einmal hier, einmal da, zack. Und das Ding hat fast, okay, das ist 23.000 Aufrufe. Das ist krass, Mann. Das ist viermal so viele Leute haben das geguckt. Und das gibt's halt wieder nicht auf Spotify, leider. Schade, Mann. Friends, supportet das ins geht nicht mehr. Supportet das ins geht nicht mehr. Folgt den Boys auf Instagram. Lasst da Feedback da unter dem Instagram-Video. Ganz, ganz wichtig. Das ist wichtig, ja. Das ist wichtig. Geht auf den YouTube-Channel. Lasst da ein Abo und ein Like da. Und gebt Feedback. Lasst Kommentare und Liebe da, Mann. Holy shit, das war so gut, Mann. So gut. Es hätte wirklich auf den SpongeBob-Channel kommen müssen, Digga. So gut war das. Holy fuck. So gut war das. Ey, ich bin einfach glücklich. Ich bin einfach glücklich und ich freue mich so, sobald es Corona wieder zulässt, wenn ich die beiden wieder sehen kann. Digga, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe die so, ich habe alle so in mein Herz geschlossen. Ich habe die alle so in mein Herz geschlossen und ich freue mich einfach, die wiederzusehen, Mann. Digga, hört sich voll so, keine Ahnung, liebesromantisch mäßig an, aber ist halt so, Mann. Keine Ahnung, ich vermisse die voll manchmal, deswegen. Ich freue mich sehr, wieder da zu sein. Ey, Freunde, lasst mal auf jeden Fall Feedback da. Wie fandet ihr den Song? Gerne auch im Vergleich zu etwas anderem wie Nana Nair, was ja gehatet wurde viel, wenn ihr das zum Beispiel nicht gefühlt habt. Was finde ich immer noch ein nicer Sommersong ist, den ich auch im Sommer wieder hören werde. Vergleicht das gerne mal, falls ihr jetzt lange nicht mal von Navi gehört habt. Wie findet ihr das? Lasst Feedback da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video von Red Fresh, so wie immer natürlich. Und ciao.